Ich begrüße Herrn Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader-Bank. Guten Morgen, Herr Halver. Guten Morgen, Herr Thyssen. Freue mich, rein zu sein. Es gibt ja einiges zu besprechen. Steigen wir doch mal ein mit dem Thema Klima, ein gesellschaftliches Thema, ein politisches Thema, das aber letztlich angesichts der Chancen und Kosten durchaus auch marktrelevant ist. Schauen wir ein wenig zurück. Ist die Perspektive für unseren Planeten durch die Klimakonferenzen Glasgow aus Ihrer Sicht besser geworden? Auf dem Papier ja. Aber das Problem ist ja, man kann ja vieles versprechen, sogar vertraglich festhalten. Aber hält man sich auch daran, was macht man denn, wenn einige Länder, gerade in Asien, ohne es Namen nennen zu wollen, doch, ich nenne Namen, China und Indien, die ja vollmundig auf Kohlekraft setzen, auf Gaskraftwerke setzen, wenn die dann ihre Vereinbarung nicht einhalten? Wie will man sie sanktionieren? Man kann sie nicht sanktionieren. Man kann nur davon ausgehen, dass sie einen guten Willen haben. Das ist aber zu wenig. Von daher ist leider dieser Glasgower Klimagipfel nicht das Ergebnis, das man haben möchte. Wichtig ist für mich sowieso, dass man sagt, Klimaschutz ist wichtig, gar keine Frage, aber man muss damit auch Geld verdienen können, damit eben der Klimaschutz akzeptabel wird. Je mehr die Menschen machen, Klimaschutz sichert auch für mich einen alternativen Job, umso besser wird das dann auch mit der Akzeptanz des Klimaschutzes. Aber diese Bekundungen dann auf theatralische Art, die man auf Klimagipfel hat, die sollte man leider nicht ernst nehmen. Nun sind die Energiepreise ja auch eine wichtige Komponente bei der Entwicklung der Inflation. Sowohl in den USA als auch in Deutschland haben wir ja derzeit eine recht stramme Kaufkraftentwertung des Geldes. Wie viel der aktuellen Inflationsentwicklung ist aus Ihrer Sicht tatsächlich transitorisch, also übergangsweise, wie viel ist eher als nachhaltiger Trend einzusortieren? Eine griechische Frage, Herr Thyssen, ganz klar. Ich bin der Meinung, dass die Inflation im nächsten Jahr ein gutes Stück runterkommen wird. Das heißt, die augenblicklichen Preisspitzen abgeschnitten werden. Weil wir alle wissen, nach Corona oder während Corona hat kaum jemand dann Öl produziert. Wir hatten ja auch mal letztes Jahr sogar negative Ölpreise. Viele Schiffe wurden abgefragt. Das heißt, die Boot braucht man nicht mehr, um Kosten zu senken. Hat man die eben dann ja zerlegt. Viele Bohrlöcher, Ölbohrlöcher auch in Amerika wurden gar nicht mehr betätigt. Und einmal brauchen wieder alle, die gesamte Welt wieder Rohstoffe. Das heißt, man hat dann diese Eichhörnchen-Mentalität an den Tag gelegt. Man hat gebunkert. Die Chinesen, die bunkern ja Öl seit langer Zeit. Aber jetzt kommt der Zeitpunkt, wo man sagen muss, irgendwann sind die Lager auch wieder voll. Und dann haben wir sehr klar eine Tendenz, dass von Ölpreisen dann eine deutliche Entspannung im nächsten Jahr stattfinden wird. Übrigens, die OPEC verrät sich ja, wenn sie sagt, wir wollen gar nicht mehr produzieren, wobei sie doch bei den Preisen wie verrückt verdienen würden, dann wissen wir ganz genau. Die haben große Angst, dass im nächsten Jahr, wenn die Lager nach dem Winter voll sind, der Ölpreis aber so einen Rutsch nach unten macht und sie damit natürlich dann Schaden nehmen. Also von daher ist das schon ein Beweis dafür, dass es dann besser wird. Da haben wir sicherlich die Transportkosten. Wenn man den Baltic Dry Index sieht, der ja die Frachtfinanzierungen beleuchtet, sind über 50% gefallen vom Anfang Oktober. Das heißt, auch da kommt Entspannung. Und das bringt die Inflation runter im nächsten Jahr. Von daher ist sie dann vorübergehend, transitorisch. Ich weiß, vorübergehend, das ist immer so ein Begriff, wie der Besuch der Schwiegermutter vorübergehend. Ja, was heißt da vorübergehend? Aber ich glaube schon, dass wir dann im Frühjahr diese Entspannung bekommen werden. Aber das muss man dazu sagen, die Inflation wird trotzdem absolut höher sein als vor der Corona-Krise, denn Klimaschutzauflagen, eine oder andere Steuererhöhung, Arbeitsmärkte, die ja mehr zu Verkäufermärkten werden, wenn die Inflation schon höher halten. Aber für die Notenbanken ist die Botschaft unabhängig von dem, was dann die Inflation konkret ausmacht, sie kommt runter. Und da will ich sagen, seht ihr, liebe Bürger, sie kommt runter. Wir müssen gar nichts machen, damit dann die Legende von der Transitorik weiter aufleben kann, damit die Notenbanken auch ja nicht wirklich restriktiv werden müssen. Schauen wir von der Geldpolitik auf die Devisenkursentwicklung. Ein Kommentar auf Ihrer Seite www.roberthalver.de ist ja überschrieben mit: Europa scheint keinen starken Euro mehr haben zu wollen. Was verbirgt sich hinter diesem Eindruck? Ja, wir haben ja Staatsfinanzierung durch die EZB, ein böses Wort. Eigentlich müsste man damit den Mund mit Kernseife auswaschen, aber es ist de facto so. Wenn die EZB weiterhin ja eigentlich der Finanzierer der Staaten ist, damit die ja keine hohen Zinsen zahlen müssen, damit auch ja der europäische Süden nicht von der Fahne geht, von der Euro-Fahne geht, sondern schön dabei bleibt, dem Motto, naja, zumindest ist es kuschelig warm, die EZB finanziert ja alles, dann brauche ich ja keinen starken Euro mehr über starke Zinsen, um Auslandskapital anzusaugen, wenn man quasi mit eigenen Bordmitteln dann refinanziert. Und das erlaubt dann natürlich zu sagen, naja, wenn der Euro schwach ist, lassen wir uns darüber nicht beklagen.
Es hilft natürlich der Exportwirtschaft. Ja? Europa ist natürlich immer noch eine sehr markante Exportwirtschaft. Deutschland oder auch selbst Frankreich oder Belgien, Italien, da tut das ja mal ganz gut, wenn man nach Corona oder jetzt in der Corona-Phase noch mal ein bisschen Unterstützung bekommen. Aber diese Notwendigkeit, nicht mal auf Auslandskapital angewiesen zu sein, erlaubt natürlich dann einen schwachen Euro. Natürlich, ein schwacher Euro wird die importierte Inflation natürlich etwas vergrößern, aber wir haben ja davon gesprochen, dass die Inflationsbekämpfung nicht mehr die große Bedeutung hat, wie das früher einmal der Fall war. Ja, meine Damen und Herren, schauen Sie doch gerne auch immer mal wieder auf der Website von Robert Halver dabei. Die Adresse kann man sich ja gut merken, nämlich www.roberthalver.de. Runden wir das Bild ab mit dem Blick auf den kurzfristigen Marktrahmen. Wie stehen aus Ihrer Sicht die Chancen für eine freundliche Jahresendbörse oder noch etwas weiter gefasst, auch schon im Hinblick auf Frühjahr 2022? Und was bedeutet das aus Ihrer Sicht für ein sinnvolles Portfolio-Management, beispielsweise auch was die Cashquote im Depot angeht? Wir sind schon in der Jahresendbörse. Man muss es ja so formulieren. Und es ist mich faszinierend, dass trotz all dieser Probleme, ja, Lieferengpässe, Rohstoffengpässe, Halbleiterknappheit, Inflationsangst, Zinsangst, Corona-Angst, die Märkte so robust sind, was natürlich auch zeigt, sie gehen davon aus, dass, ich zitiere nochmal das Börsenbonmo, die Börsenbezahlung in Zukunft besser wird. Diese Lagervorräte wieder aufgefüllt sind, Inflationsdruck zumindest ein Stück runterkommt, die Notenbanken weiter auf der Überholspur bleiben werden. Auch wenn sie immer verbal erotisch immer noch die Stabilitätspolitik verkaufen, aber dann glaubt ja keiner mehr. Das sind natürlich als Argumente, dass diese Alternativklasse zu Aktienzinssparen nicht attraktiv werden kann und damit der Aktienmarkt dann positiv ist. Man sollte also im Aktienmarkt auf jeden Fall dabei bleiben. Bevor man nichts macht, bitte regelmäßige Aktiensparpläne. Hinzu kommen aber die Megathemen, die wir haben. Klimaschutz ist ein Megathema. Die Reinhaltung der Umwelt oder die Verbesserung der Umwelt ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor in der Hoffnung, dass Deutschland das auch für sich eben sichert und nicht wieder dann für ein Apfel und Ei Richtung China und Amerika verkauft. Hightech ist eine Sonderkonjunktur, definitiv, hat mit der allgemeinen Konjunktur nichts zu tun. Künstliche Intelligenz bleibt natürlich wichtig. Das können wir übrigens auch im Tech-DAX. Wir sind auch nicht doof, ja, wie es so mancher Amerikaner meint, nicht sagen zu müssen. Wir können auch mit Hightech, allerdings auf kleiner Ebene, die großen Fische, okay, die haben wir sausen lassen, aber im Zulieferbereich können wir das auch. Dann haben wir den Konjunkturaufschwung im nächsten Jahr mit dem Motto, was in diesem Jahr aufgrund der Engpässe nicht abgewickelt werden konnte, wird im nächsten Jahr abgewickelt. Das spricht eben dann auch die zweite und dritte Reihe. Und um das zusammenzufassen, Jahresendrallye bis Ende des Jahres mindestens 16.400. Im nächsten Jahr sehen wir die 17 vorne stehen. Das heißt, im Aktienmarkt würde ich treu bleiben. Und all die Verschwörungstheoretiker, die immer davon sprechen, oh, es wird ganz böse enden, dann ja bald wieder Weihnachten, dann versucht man ja die Bücher zu verkaufen und am Tannenbaum zu leben. Sie haben durchaus ihren Wert, selbstverständlich. Wenn es kalt wird, Kamin anzünden, wunderbaren Brennwert. Aber ansonsten muss man klar sehen, politische Börsen haben keine kurzen Beine. Politik querstrich Geldpolitik, die sorgt dafür, dass das Schlimmste verhindert wird. Leider nicht mit stabilitätspolitischen Mitteln, aber was sollen wir machen? Wir können ja nicht die Erde verlassen und uns irgendwo eine andere Galaxie beamen lassen. Wir müssen das daraus machen. Und mit Blick auf den Aktienmarkt muss ich sagen, naja, meine Schmerzen halten mich dann doch sehr in Grenzen. Also bleiben Sie mir bitte alle dem Aktienmarkt treu und die Cashquote bitte nicht zu hoch halten, nicht zu hoch halten. Wir haben in diesem Jahr eine Botschaft gelernt, buy the dips. Wenn es runtergeht, kommen sofort und nicht sofort, aber nach einer gewissen Zeit wieder die Aufkäufer, die sagen, was soll ich mit meinem Geld machen? Ich kann im Zinsmarkt nicht gehen, da gehe ich im Aktienmarkt in die klaren, auch fundamental klaren Bereiche. Ich nenne sie gerne nochmal Hightech, Klimaschutz, Outperformer übrigens gegenüber den Leitindizes und industriellen Werten. Gerne auch zum Beispiel die Biochemie, Biotechnologie, die ja auch, wie ich finde, noch eine gute Zukunft vor sich hat. Also von daher muss ich hier nicht in Sack und Asche stehen und sagen, das war es im Aktienmarkt. Nein, unter Schwankungen geht es weiter. Vielleicht ein Zitat, der von mir sehr geschätzte André Costolani hat ja die Aktienmärkte immer beschrieben als ein Herrschen oder Frauschen, das mit dem Hund spazieren geht. Ja, der Trend ist das Herrschen, das Frauschen, die also geradeaus gehen. Und der Hund ist die Volatilität, einmal vor und mal zurück. Aber die Richtung ist ganz klar und sich dann nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben zwar eine nicht mehr stabile Finanzwelt, das müssen wir leider klar erkennen, aber nochmal, wir müssen das Beste daraus machen.
Und in dem Sinne kann man sagen, an Aktien ist noch niemand gestorben. Und damit erreichen wir auch schon so langsam das Ende des heutigen Gesprächs. Vielen lieben Dank, Herr Halver, für Ihr Investment in dieses Gespräch. Ja, noch Ihnen vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse und Ihre Treue. Ihnen noch einen hervorragenden Tag und Rest der Woche. Machen Sie es gut. Glück auf.